Dieser Vollmond, der jetzt am Himmelszelt im Sternbild Skorpion zu sehen ist und der von der westlichen Astrologie dem Tierkreis Schütze zugeordnet wird, wird uns die kommenden 2 Wochen in die Tiefen des Kaninchenbaus führen. Und unsere Aufgabe dabei ist, das Licht in uns zu entzünden, auf dass die Dunkelheit verschwinde. Alle alten Überlieferungen, zum Beispiel die des Urvolks Neuseelands, berichten davon, dass wir Menschen uns hier auf der Erde auf Messers Schneide bewegen. Denn wir werden das Dunkle nicht vernichten können, aber wir können es erhellen, indem wir unser eigenes Licht zum Strahlen bringen. Das ist unsere Aufgabe, unsere Mission, für die wir hierher gekommen sind. Wir kämpfen nicht gegen das Dunkle. Wir verstecken uns nicht davor. Wir haben keine Angst. Wir laufen nicht weg und wir verdrängen es nicht. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist, unser Licht zum Erstrahlen zu bringen, sodass selbst die Dunkelheit in diesem Glanz erleuchte. Das ist die Überwindung der Finsternis, auf die alle Urvölker in deren Urschriften und Überlieferungen hinweisen wollen. An dieser Stelle empfehle ich zum Beispiel auch das Buch »Die Weisheit der 4 Winde«, welches mit einem wundervollen Kartenset erschienen ist und in dem es um die geheimen Überlieferungen des Urvolks Neuseelands speziell für die Zeit des Wandels geht. Und in dieser Überlieferung ist auch Antares erwähnt, als eine große Verbündete der Menschheit. Es ist die Kraft, die aktuell in diesen Tagen besonders aktiv ist. Die große galaktische Riesensonne Antares ist der hellste Stern im Sternbild Skorpion. Und das Besondere ist, der Vollmond steht jetzt direkt neben Antares und nimmt seine hochfrequente, transformierende Energie auf und strahlt sie in den kommenden 2 Wochen von Vollmond bis Neumond auf die Erde, sodass wir alle einen Impuls erhalten, der uns dazu ermutigen möchte, in der Dunkelheit zu erstrahlen, so wie es Antares uns vormacht im Sternbild Skorpion, das für die Überwindung des Egos steht. Und der orange-rote Riesenstern steht nicht allein, denn er wirkt im Verbund mit weiteren galaktischen Sonnen. Was das in diesem Monat alles bewirken kann, darum geht's in diesem Beitrag. Ja, aktuell haben wir wieder sehr starke Energien, die von den galaktischen Sonnen eingestrahlt werden. Man muss dazu wissen, dass es galaktische Sonnen gibt, mit denen wir sehr eng in Verbindung stehen. Die da sind die Sonne vom Sirius, vom Arcturus, die Sonne Rigel aus dem Orion, dann Alpharaz aus Andromeda, Alkyone aus den Plejaden, Vega aus dem Sternbild Lyra oder Antares aus dem Sternbild Skorpion. Und wenn diese Sonnen sehr aktiv sind, dann können wir das durchaus in unserem System merken durch Schwindel, Verdauungsprobleme oder ähnliche Lichtkörpersymptome. Und in dieser Zeit brauchen wir immer viel Ruhe und Entspannung, weil die galaktische kosmische Strahlung besonders hoch ist. Und was mir immer wieder gesagt wird, ist, dass diese Sonnen ihre Strahlung auch insbesondere über den Mond einstrahlen, sodass der Mond diese Strahlung oder das Licht aufnehmen kann. Und er bringt das auch zum Ausdruck. In der Zeit von Neumond bis Vollmond nimmt er das Licht auf. Und ab dem Vollmond gibt er das Licht an die Erde ab, ganz dosiert. Und der Mond hat dabei eine spezielle Aufgabe der Harmonisierung, der Balance. Er bringt alles in Balance und hält alles in einer harmonischen Bewegung. Wir sehen das zum Beispiel auch an Ebbe und Flut. Und jetzt haben wir das Besondere, dass der Vollmond im Skorpion ist und sehr stark von der Riesensonne Antares genährt wird, die eben auch Teil des Sternenbildes Skorpion ist. Und diese Sonne hat die besondere Aufgabe, etwas zu transformieren oder zu verbrennen. Sie schickt jetzt eine bestimmte Strahlung auch zu uns, dass unser Ego in uns verbrennt oder besser gesagt transformiert. Und das erzeugt eine gewisse Umkehr bei uns. Das Thema Umkehr wird ja überall ganz groß geschrieben.
Es findet überall diese Umkehr statt. Man spricht ja zum Beispiel auch von den Polen, die sich verschieben, dass es dann Polsprung oder eine Umkehr der Polung geben soll. Und es passiert auch in gewisser Weise eine Art Umkehr in unserem Bewusstsein. Im alten 3D-Bewusstsein haben wir uns zum Beispiel immer gefragt, was wir vom Leben wollen. Wir haben uns bestimmte Ziele gesetzt oder Wünsche. Wir wollen eine schöne Beziehung haben oder ein Haus. Wir wollen in Urlaub fahren. Wir wollen einen tollen Job haben. Wir wollen Geld verdienen. Und so haben wir immer gesagt, was wir vom Leben wollen. Und uns wurde das auch in der spirituellen Szene so beigebracht, dass man das immer zum Ausdruck bringt und dann materialisiert. Wir könnten uns ja alles materialisieren, wenn man das halt nur oft genug im Geist bewegt. Bei mir läuft das aber schon seit vielen Jahren ganz anders. Und ich habe auch schon einige Beiträge dazu erstellt, die ich an dieser Stelle auch gerne nochmal verlinken kann. Bei mir läuft es so, dass ich nicht mehr mich frage, was ich vom Leben möchte, sondern ich frage das Leben, was das Leben von mir möchte. Und ich begreife das Leben als ein Wesen. Das Leben ist ein Wesen, das alles durchdringt, überall lebt, in jedem von uns lebt. Und es ist die Frage, was möchte das Leben von mir? Und dazu mache ich mich ganz leer. Das heißt, ich lasse das alles los, was ich vom Leben möchte. Ich höre einfach auf, vom Leben etwas zu wollen oder etwas zu definieren. Denn in dem Moment, wo man etwas vom Leben will, ist man ja in einer Erwartungshaltung. Und es kann eben passieren, dass sich das erfüllt, was für einen kurzen Moment erfreulich ist, oder dass es sich nicht erfüllt, was dann sehr frustrierend ist. Also wenn es sich nicht erfüllt, fühlen wir uns nicht gut, weil wir uns nicht erfüllt fühlen. Und wenn es uns erfüllt oder wenn es sich erfüllt, dann haben wir für einen kurzen Moment vielleicht eine ganz kurze Zeit, wo wir uns gut fühlen. Aber eigentlich sind wir schon wieder auf der Suche nach dem Nächsten. Das, was wir gerade noch als Ziel hatten, hat sich jetzt erfüllt und 10 neue Ziele haben sich aufgemacht. Und so sind wir immer im Außen in der Hetze, dass sich etwas Neues zu erfüllen hat und dass wir es erfüllen müssen. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das komplett loslassen dürfen. Was wir wollen, was wir loslassen dürfen, was wir vom Leben wollen. Für diesen Moment einfach mal loslassen und einfach mal aufhören zu wollen. Dem Leben zu sagen, was wir von dem Leben wollen, uns ganz leer machen und stattdessen das Leben fragen, was willst du denn von mir? Was willst du von mir? Und in dem Moment, wo ich das Leben frage, was möchtest du von mir? Fühle ich mich schon in dieser hohen Frequenz. Ich werde schon komplett durchflutet von dieser hohen Lebensenergie. Und ich bin in absoluter Dankbarkeit dafür, dass diese Lebensenergie da durch mich fließt. Und da braucht es gar nichts anderes mehr. Ich fühle mich komplett davon total erfüllt. Und dann höre ich hin und höre diese leise Stimme, die mir Impulse gibt. Oder Zeichen zeigt. Und denen folge ich dann, einfach in dem Moment, ohne große Vision. Sondern ich gucke nur hier und jetzt, was möchte ich jetzt machen? Und dann möchte ich mich vielleicht eine Zeit lang entspannen und gar nichts tun. Und während ich mich entspanne und gar nichts tue, kommt wie von allein ein Impuls herein oder Impulse herein, was ich machen möchte. Und dann mache ich das. Und das kann zum Beispiel ein Impuls sein, dass ich für meine Brüder und Schwestern ein Video machen möchte oder einen Podcast und einfach das mit euch teilen möchte, weil es mich erfüllt und weil ich euch die gleiche Fülle wünsche, es sich so unglaublich gut anfühlt, nicht mehr zu definieren, was ich vom Leben will, sondern zu fragen, was das Leben von mir möchte. Und mit diesem Podcast möchte ich euch einfach dazu einladen, diese Frage zu stellen. Was möchte das Leben von uns? Was möchte das Leben von dir? Und ich bin gespannt, was bei euch so alles aufsteigt.